Hi Leute, willkommen zum ersten Gartenrundgang 2021. Wir haben es jetzt schon wieder fast Ende Mai und ich werde euch jetzt zeigen, wie unser Selbstversorger-Preppergarten aussieht. Hier draußen neben dem Gewächshaus haben wir einmal Paprikas, Tomaten und hier unten sind noch viermal Pepinos, also Melonenbirnen. In Hochbeet Nummer 1 haben wir hier vorne unsere Gemüsezwiebel wieder. Hier hinten zwei Reihen Lauch und eine Reihe Lauchzwiebel. In Hochbeet Nummer 2 haben wir Karotten. Die sind auch schon alles schön aufgegangen. Sind insgesamt 5 Reihen, 5 verschiedene Sorten und eine Reihe Petersilienwurzel. In Hochbeet Nummer 3 haben wir hier vorne Radieschen. Die habe ich eigentlich als normale runde rote Radieschen ausgesät. Mittlerweile werden alle lang und haben unten ein weißes Ende, aber sie schmecken deswegen genauso. Hier hinten haben wir noch Eisbergsalat. In Hochbeet Nummer 4 haben wir ganz außen am Rand komplett bis hinter eine Reihe Markerbsen. Hier vorne haben wir Salate. Dann leider nur 3 Pflanzen Knoblauch, der Rest ist nicht aufgegangen. Und ganz hinten sind noch ein paar Pflanzen Sellerie. Unterhalb den Hochbeeten haben wir ja überall einen freien Streifen. Einfach damit sie stabil stehen und damit die Erde nicht wegsackt. Und da haben wir jetzt überall Blumen angepflanzt. Einmal Borretsch und Ringelblumen, damit hier im Sommer dann alles blüht. Hier unten am Zaun haben wir über die komplette Länge eine Ligusterhecke gepflanzt. Die treibt jetzt mittlerweile auch schon aus. Und im Gegensatz zu Kirschlorbeer oder Thujen blüht nämlich Liguster auch und somit haben dann die Insekten auch noch was davon. Hier vor mir haben wir noch eine Zucchini und hinter mir links und rechts 2 Hokkaido-Kürbisse. Wir haben auch insgesamt 4 Säulenobstbäume gepflanzt. Hier eine Kirsche und eine Zwetschge und auf der anderen Seite eine Aprikose und eine Nektarine. Hier neben mir, wie letztes Jahr auch schon, Zucchini. Und hier in unserem ersten Gewächshaus haben wir jetzt Peperoni Rot, Peperoni Grün und Chili. Dann hier draußen unser kleines Eck vorm Gewächshaus. Da hatten wir letztes Jahr Knoblauch. Da habe ich anscheinend welchen vergessen. Der ist jetzt neu ausgetrieben. Den hatte ich dann allen schön in Reihe gepflanzt. Und hier vorne stand ja ein riesen Borretsch. Der hat sich natürlich auch selbst ausgesamt. Da kommen hier überall neue Pflanzen.
Das heißt, hier wird es auch wieder schön blühen. Hier haben wir auch nochmal Borretsch- und Ringelblumenpflanzen. Alles selbst gezogen. Die muss ich auch noch irgendwo auspflanzen. Wahrscheinlich hier unten beim letzten Hochbeet. Da hatten wir nicht eigentlich was anderes vor. Es hat sich aber jetzt erledigt. Dann werden hier wahrscheinlich auch noch Blumen hinkommen. Ich würde sagen, dann schauen wir mal, wie es dieses Jahr im Gewächshaus ausschaut. Wer unsere Gartenvideos seit letztem Jahr verfolgt, der wird sehen, dass es dieses Jahr komplett anders aussieht. Letztes Jahr war ja hier alles komplett voll, nur mit Tomaten. Dieses Jahr habe ich es aber ein bisschen gemischt. Hier auf der rechten Seite alles, was ganz hoch wächst, also Tomaten. Und hier auf der linken Seite die Paprikas. Und dazwischen ist dann überall noch Salat und Kohlrabi. Hier auf der Seite auch. Es hängen auch schon überall Früchte dran an den Tomaten. Hier unsere Feige, die treibt jetzt auch wieder schön aus. Für die muss ich dieses Jahr auch mal einen Platz suchen, dass wir die dann mal auspflanzen können. Hier hinten haben wir eine Melone, eine Casca de Cavallo. Es ist so eine Honigmelonenart. Dann haben wir hier eine Pepino, eine Wassermelone. Noch eine Wassermelone, Pepino und wieder eine Wassermelone. Ja, hier überall noch Paprika. Der rote Kohlrabi, der fängt jetzt auch schon an, die Knollen zu bilden. Hier hinten auch noch eine Gurke und hier auch zwei Gurken und noch eine Chili. An den Paprikas hängen auch schon erste Früchte dran. Als nächstes schauen wir jetzt zu unserem Kräuterbeet. Ganz vorne haben wir unser Maggi-Kraut. Ist jetzt im zweiten Jahr. Ist jetzt schon richtig gewuchert im Gegensatz zu letzten Jahr. Die Dinger werden ja bis zu 3 Meter hoch. Davor haben wir unsere Petersilie. Die ist auch schön am Wachsen. Dann unser Thymian, der hat sich auch im Vergleich zum letzten Jahr um einiges vermehrt. Der Rosmarin ist ja leider eingegangen, da muss ich auch noch einen neuen besorgen. Hier hinten unsere Pfefferminze, die hat auch wie verrückt gewuchert schon. Da habe ich die Hälfte schon wieder rausgemacht. Dann haben wir hier 5-mal Schnittlauch und einmal etwas, was ich immer noch nicht weiß, was das ist, entweder Oregano oder Majoran. Jetzt gehen wir hier aber wieder weg, weil wir haben hier ja einen Nistkasten hängen und die Eltern, die schimpfen schon. Die wollen rein zu den Jungen. Dann hier bei unseren niedrigen Palettenbeeten haben wir hier auf der Seite einmal Rosenkohlrot. Hier direkt hinter mir Rosenkohlgrün. Dann die nächste Reihe haben wir Blumenkohl und Brokkoli und ganz oben sind nochmal Pepinos und Peperonis. Hier auf der linken Seite haben wir unsere Kartoffelbeete. Da habe ich am 20. April schon Kartoffeln gesteckt. Die schauen jetzt auch schon alle ein bisschen raus. Hier hinter mir in unseren Reifenhochbeeten, da haben wir ja die Erdbeeren drin. Die sind jetzt auch alle schön am Blühen. Ganz außen in unserem Reifenhochbeet haben wir wie letztes Jahr eigentlich auch schon Einlegegurken, diesmal ein bisschen mehr. Mal schauen, ob die dieses Jahr was werden oder ob sie auch eingehen wie letztes Jahr. Und dann ganz neu dieses Jahr ist hier unser Beerenstreifen. Wir haben hier Johannisbeeren, Himbeeren gelb, Himbeeren rot, Johannisbeeren schwarz, Johannisbeeren weiß und Johannisbeeren rot. Da haben wir aber auch noch mehr Pflanzen. Müssen wir schauen, wo wir die hinpflanzen, weil der Streifen, der soll jetzt eigentlich so bleiben, wie er ist, weil weiter oben ist dann auch nur noch Schatten und da wächst dann auch nichts mehr.
So, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit dem Gartenrundgang. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wir sehen uns dann bei einem nächsten Video. Bis dahin, Servus.